Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir erinnern uns an lange Diskussionen um die Verträge, die das Land Berlin im Jahr 1999 mit den Konzernen RWE und Veolia zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe abgeschlossen hat. Übrigens seinerzeit regiert von CDU und SPD. Wir erinnern uns an § 23 Absatz 7 des Konsortialvertrags, in dem umfassend eine Einstandspflicht Berlins für zugesagte Profite für die beiden Versorgungskonzerne geregelt worden ist. Wir erinnern uns auch daran, dass die Offenlegung dieser Verträge durch den Senat von den Grünen und der damaligen PDS gegenüber den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses vor dem Verfassungsgerichtshof Berlin erzwungen werden musste. Und wir erinnern uns auch, dass es eines Leaks einer Berliner Tageszeitung und eines Volksentscheids bedurfte, um die Offenlegung der Verträge gegenüber der Allgemeinheit sicherzustellen. In diesem Vertrag stand eben nicht nur eine Gewinngarantieklausel, die ich für verfassungswidrig halte, sondern das Vertragskonvolut enthielt eben auch eine Schiedsklausel sowie eine Schiedsvereinbarung. Ein Schiedsgericht, bestehend aus 3 Schiedspersonen, war unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs befugt, ich zitiere § 1 Absatz 1 der Schiedsordnung, über sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den in der Vorbemerkung genannten Verträgen und über die Wirksamkeit und Auslegung dieser Schiedsvereinbarung unter Ausschluss der staatlichen Gerichte zu entscheiden. Und selbstverständlich sind diese Verfahren vertraulich gewesen. Selbstverständlich galt der Grundsatz der Öffentlichkeit der gerichtlichen Verhandlung, das Unmittelbarkeitsprinzip und das Mündlichkeitsprinzip in diesen Schiedsverfahren nicht. Und selbstverständlich waren die Schiedssprüche keinerlei weiterer Überprüfung durch ordentliche, verfassungsgemäß berufene, der Verfassung der Bundesrepublik und des Landes Berlin verpflichteten Gerichte unterworfen. Gibt es für diese Herausnahme des Rechtswegs aus dem demokratischen Verfahren irgendeine verfassungsrechtliche Rechtfertigung? Nein, meine Damen und Herren, es gibt keine. Es gibt letztlich nur einen Grund, warum in einem entwickelten Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland solche Schiedsverträge und Schiedsklauseln in Verträgen landen. Und zwar Geschäftsinteressen und Renditeansprüche, die sich auf öffentliche Infrastrukturen und Dienstleistungen beziehen, der demokratischen Kontrolle und den verfassungsrechtlichen Grundsätzen zu entziehen. Fabio Reinhardt hat schon darauf hingewiesen, wo solche Klauseln mal erfunden worden sind, bei den sogenannten Failed States. Da ging es um die Sicherung von Investitionsansprüchen dem Grunde nach. Also ich investiere irgendwo und es gibt keine funktionierende Gerichtsbarkeit oder es gibt keine funktionierenden Vollzugsinstitutionen. Da mag man ja irgendwie noch sagen, okay, wenn da einer hinkommt und sagt, ich baue euch hier mal ein Haus oder ich baue euch hier mal eine Fabrik oder ich baue euch hier mal irgendeine Pipeline, dass diese Investoren sich irgendwie absichern wollen, dass sie von dem Geld, was sie da investieren, noch irgendwas wiedersehen. Aber ist die Bundesrepublik Deutschland ein Failed State? Ist die Bundesrepublik Deutschland eine Bananenrepublik, wo man einen Vertrag schließen muss, in dem drinsteht, ordentliche Gerichte, die lassen wir außen vor, wir regeln das unter uns und wir machen das auf dem direkten Weg und im Zweifelsfall noch vor internationalen Schiedsgerichtshöfen, wo man dann zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler an allen verfassungsrechtlichen Grundsätzen vorbei zu urteilen kommt. Meine Damen und Herren, das ist schlicht daneben. Aber ist ja auch klar, jetzt kommen ganz viele Investoren und sagen, wir haben haufenweise Kohle, die wollen wir irgendwo anlegen. Wir wollen die irgendwie investieren, wir machen PPPs, also Public-Private Partnerships, wir machen Investitionsvorhaben in der öffentlichen Infrastruktur. Die öffentlichen Kassen sind klamm und obwohl der Bundesrechnungshof festgestellt hat, dass Public-Private Partnerships regelmäßig um Längen teurer sind, zwischen 18% und 20% teurer sind als Eigenerbringung durch die öffentliche Hand, gehen natürlich viele Kommunen diesen Weg. Und da sagen sich Investoren natürlich, voll genial. Ich muss vor kein Zivilgericht mehr gehen. Ich habe auch keine Revisionsinstanzen mehr dabei. Zivilgerichte müssen die Verfassung berücksichtigen, wissen wir. Sondern wir basteln uns ein eigenes Gericht. Du schlägst einen vor, ich schlage einen vor und dann holen wir noch irgendeinen Dritten, auf den einigen wir uns komplett. Wir bezahlen die natürlich deutlich besser als Richterinnen und Richter nach der Richterbesoldungsverordnung. Die kriegen richtig fett Kohle. So. Und dann machen wir das unter uns aus und natürlich alles vertraulich. Da haben Investoren gesagt, das ist so eine geniale Idee, das machen wir jetzt überall. Wenn es ums Geschäftsinteresse geht, dann spielen Verfassung, Gesetze, ordentliche Gerichte einfach keine Rolle mehr. Und deswegen ist der Ansatz dem Grunde nach richtig, der in dem Antrag der Piraten steht. Und ich hätte mich gefreut, wenn zumindest die SPD und die CDU, also bei der CDU habe ich es übrigens durchgehört bei Frau Seibel. Lasst uns mal darüber reden, ob wir den Antrag noch ein bisschen besser machen können. Bei der SPD war die Zurückhaltung größer.
Nein, ich finde, wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir den qualifizieren. Es gibt in der Tat ein paar Unklarheiten daran. Und ich würde tatsächlich auch weitergehen und bestimmte Kooperationen mit Schiedsvereinbarungen grundsätzlich ausschließen. Nicht nur transparent machen, grundsätzlich ausschließen. Aber die Nummer, die wir hier in Berlin hatten, und wir haben es ja erlebt, und damit komme ich zum Schluss, wo die Investoren dann sagen, wisst ihr, ihr könnt alles machen mit den Wasserpreisen. Ihr könnt alles regeln in Bezug auf die BWB. Aber danach kommt unsere Schadensersatzforderung, wie RWE und Veolia seinerzeit gemacht haben. Sowas muss der Vergangenheit angehören. Sowas darf es in Berlin nie wieder geben. Und wenn CDU und SPD irgendwas aus dieser Teilprivatisierung gelernt haben, dann, dass der Grundansatz dieses Antrags richtig ist und dass man an dem vernünftig weiterarbeiten muss. Vielen Dank.